Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, gestern haben zwei Kollegen von mir ein Video hochgeladen und zwar ihr allererstes Tattoo, Seko und Courage. Die beiden Videos, Freunde, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal beide gerne anschauen. Und als ich diese Videos gesehen habe, erstmal Jungs, krasses Tattoo, Alter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, oh mein Gott, in den Kommentaren wird so ein übelster Krieg geben. Und schaut euch mal die Kommentare an, Freunde, dann kann man sich einfach nur den Kopf schütteln. Ich lese mal ein paar Kommentare vor und blende die euch mal hier oben ein. So, erster Kommentar, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. Und dann habe ich einen Kommentar gesehen gehabt von einer Person, wo ich mir denke, ey, okay, diese Person hat es begriffen. Und nochmal für alle, hier ist der Kommentar. Du gehst auf eine Party, ist doch nicht schlimm. Du betest nicht, werde ich bald machen. Du trinkst Alkohol, ich höre bald auf. Und jemand sticht sich ein Tattoo, haram, du bist kein Moslem oder sonst irgendetwas. Da denke ich mir, Leute, was geht bei euch ab? Ihr macht alle selber so viele Sünden, packt euch mal alle an eure eigene Nase. Und wenn die sich ein Tattoo machen, ey, dann machen die sich ein Tattoo, das ist ihr Leben. Was zum Fick geht euch das an? Das Ding ist, bei mir war es ja früher auch so gewesen. Ich habe mir meine Tattoos gemacht und musste mir in den Kommentaren tausendmal Haram und sowas anhören. Obwohl ich mir denke, ey Leute, ich bin nicht mal Moslem und auch wenn ich Moslem wäre, was juckt euch das? Wenn ich mir ein Tattoo mache, dann mache ich mir ein Tattoo und das geht euch nichts an. Entweder feiert ihr es oder ihr lasst es einfach, aber kommentiert doch dann nicht unnötig mit Haram oder sonst irgendetwas. Schließlich ist es mein Leben und ihr Leben. Wenn die sich ein Tattoo machen, dann machen die sich ein scheiß Tattoo. Und wenn nicht, dann machen die es halt nicht. Und wenn ich mir eins mache, dann mache ich mir eins und da braucht mir keiner von euch irgendetwas sagen. Versteht ihr? Die Leute machen immer so viele Fehler, aber egal, scheiß drauf. Und allgemein an die meisten, die kommentiert haben und die auch schon etwas älter sind. Die gehen auf Partys, trinken Alkohol, rauchen, machen sonst irgendetwas, wisst ihr? Packt euch mal bitte an die eigene Nase, bevor ihr bei irgendwen kommentiert. Bestes Beispiel auch bei mir. Leute, ich bin nicht mal Moslem. Und ja, Leute, ich wollte nur ganz kurz zu diesem Thema etwas sagen, da es mich abfuckt, wenn ich sowas sehe. Vor allem, dass es bei mir auch so war. Und wenn die sich was machen, dass es bei denen auch so ist. Leute, kommt mal klar, es ist nicht euer Leben, es ist ihr Leben. Man lebt nur ein einziges Mal. Und macht doch das Beste draus. Anstatt bei irgendwen sinnlos zu kommentieren, macht doch das Beste aus euer Leben. Lasst doch die anderen leben, wie sie leben möchten. Und lebt euer Leben so, wie ihr es möchtet. Aber kommt doch nicht so, Leute. Hört doch auf mit sowas. Wenn ich mir ein Tattoo mache, dann mache ich mir ein Tattoo. Und da braucht mir keiner von euch irgendetwas sagen. Weil es mein Leben ist. Und im Endeffekt sterben wir sowieso alle. Versteht ihr? Ich wollte ganz kurz etwas dazu sagen, da es halt mich auch selber betrifft, dass es bei mir auch so war, dass die Leute bei mir auch ständig kommentieren, obwohl die nicht mal wissen, was für eine Religion ich habe oder sonst irgendetwas. Hauptsache, die können irgendwie kommentieren und einen versuchen fertig zu machen oder sonst irgendetwas. Erkan und Seko, krasses Tattoo, Jungs. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Haut rein und peace out.